Hallo, ich bin der Gamer und herzlich willkommen zu nochmal Daggerfall Unity Teil 148 und wir sind immer noch hier vor der kopflosen Statue, die im Staub liegt. Nein, wir sind immer noch vor Foctus Ground und wir wollen hier genau, wir müssen einen Vampir töten, so war das. Genau, jetzt muss ich kurz die Vorschau ausschalten. Die nächsten vier Teile, also den Teil und vier Teile nehme ich am Stück auf. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, was ich mache. Ja. Besser. Du denn? Ja. Aus zeitlichen Gründen nehme ich die Teile am Stück auf zusammen und ja. Genau. Ich bitte auch Hintergrundgeräusche zu entschuldigen, denn es hat gerade hier mein Thermometer sagt 38 Grad, deswegen Servus. Könnte es zu Geräuschen kommen. Ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt habe ich einen Teleporter gesetzt? Könnte wissen, was ich hier eingegeben hatte. Okay. Ach so, stimmt, da war das Problem. Dann hat sich's ja erledigt. Dann kann ich tatsächlich da ja einen Teleportationspunkt setzen. Vom Eingang. Wenn ja eh der nicht passt. Ich hatte Color Boost noch an, deswegen sehe ich so viel. Servus. Wurde gesilenced. Okay. Ja, das sind ein paar von diesen neuen Gegnern. Ich hör Pfeifen. Geräusche. Okay, ich habe gedacht, Pfeifen signalisiert vielleicht eine Geheimtür, aber nein. Anscheinend nicht. Dann nicht. Ich stelle gerade fest, dass ich auch gesilenced wurde. Die müssen irgendwo oben oder unten sein.
Was bist du denn? Ein Höllenhund. Witch Defender, also Hexenverteidigerin. Interessanter Gegnertyp. Ich sage das nicht, fixte Bekleidung oder so. Ich kann nicht mehr tragen, das kommt vor. Ein Frostdaedra. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, zum Glück relativ laut. Schauen wir mal, was hier Schönes gibt. Das ist sehr schlecht geschlafen. Ja gut, das ist, kommt vor. Oh, kam von hinten. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Kein Anstand mehr unter Gegnern. So, dann schauen wir doch mal.
Das ist ein Amboss, okay. Komm in Frieden. Oder sehe ich nicht. Das habe ich ja lange nicht erlebt. So kann ich das hier auch machen. Ja, das war jetzt ein bisschen knapper. Sollte das jetzt?
Gibt's denn hier noch? Ist hier noch irgendwas, was Sie übersehen haben? Nein. Eine Art Falle, okay. Schauen wir doch mal. Oh, da ist ein totes Ende. Noch ein totes Ende. Ich hab mich erschreckt. Okay. Hunger, aber ich habe ja Rationen, also stell dir nichts an. Ja, das sind diese Flavortexte, sagen wir es mal so. Ja, ich überschreibe das. Ich weiß, ich speichere heute irgendwie zu viel, aber sehr warm und ich traue da der ja, nicht wie mein Rechner mit der Hitze umgeht. Ich halte doch hoch. Hat sich ja voll rendiert. Ha, voll zu speichern. Okay, mein Rechner macht komische Sachen. Jetzt kurz was nachschauen. Ich habe gerade geschaut, ob die. Ich habe meinen Rechner im Energiesparmodus laufen, wenn ich ihn nicht brauche. Und ja, daran lag es aber schon mal nicht.
Ah, ich bin jetzt hier, okay. Gut zu wissen. Gott, das ist ein riesen Dungeon. Ach, das sind diese Wasserviecher. Kann nicht schaden. So, dann schauen wir noch mal. Aha. Dann levitiere ich dich doch einfach da hoch und schau mal, was hier ist. Toll, mein Schwert ist so stumpf wie ein Buttermesser. Dich brauche ich. Ich bin nicht hier, okay. Ah ja. Bin ich zweimal gleichen Ort hin? Ja, ich bin da unten bloß ins Wasser rein. Also ich bin dann quasi hier unten rein und außen rum, aber nicht da. War das noch mehr? Moment. Thank you.
glaube, das ist ein Bug. Aber hier geht's hoch. Und ich stelle fest, hier ist nichts. War mir irgendwie doch fast klar. Ich müsste fast wieder zum Eingang gehen und mein Schwert schleifen und Sachen wieder weg tun. Das ist tatsächlich eine gute Idee, glaube ich. Teleport. Irgendwas ist gerade mit der Maus, aber ich weiß nicht, was das genau ist. Hat immer noch diesen Bug, dass ich das Feuer nicht nutzen kann. Was bist du? Genau. An dieser Stelle bin ich den Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht es genau an dieser Stelle weiter. Ich merke, dass mein PC gerade etwas das Ruckeln anfängt und ich dann schauen muss, wie gut das dann läuft. Der Aufnahme. Tschüss, bis zum nächsten Mal.